Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer kleinen, aber feinen Video. Heute mal mit etwas anderem. Und zwar gibt es heute ein 100 Abonnenten Spezial, die ich nur durch dich erreicht habe. Und dafür will ich mich nochmal recht herzlich bedanken bei jedem. Deswegen sage ich euch, ein bisschen anderes Video. Heute gibt es eine kleine Roomtour, Schrägstrich, mein Gaming Equipment. Zeige euch heute mal ein bisschen, womit ich aufnehme. Greenscreen und so weiter. Das seht ihr alles dann im Video. So, jetzt würde ich sagen, starten wir mal in mein Zimmer. Das ist da drinnen. Und da zeige ich jetzt mal so ein bisschen, wie das alles so aufgebaut ist. Genau, dann würde ich sagen, bis gleich. Und so sind wir angekommen in meinem Gaming-Zimmer. Ich zeige euch noch nicht gleich alles. Das seht ihr erst alles zum Schluss dann nochmal. Ich zeige euch jetzt meine kleinen, aber feinen Ecken. Das hier ist so die Müllecke, würde ich jetzt mal sagen. Das, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich in ein Haus eingezogen, wo ich in einer Einliegerwohnung unten drin bin. Und da, ja, hier sind dann eine kleine Küche drin. Antonio, mein Kameramann, kann er mal ganz kurz draufhalten. Okay, reicht schon wieder. Ist halt nicht so das Geilste, aber was soll man machen? Der Raum hat sich so halt optimal angeboten. Ich bin im Keller, ich habe hier unten meine Ruhe, hier kann man in Ruhe aufnehmen. Zwecks Kinder und alles, weißt du, Kindergeschrei und so. Dann geht es hier unten halt am besten, muss ich sagen. So, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen so meine Spiele. Sind das meine PS4-Spiele? Ich weiß, es sind nicht viele. Die meisten habe ich halt auf der Festplatte drauf. Ich bin zurzeit eher so am Runterladen, weiß nicht, ist gemütlicher, brauche ich zum Mediamarkt fahren oder sonst irgendwas, lade ich runter, fertig, schon ist das Ding vorbei. So, jetzt schauen wir hier mal mit Schrank rein. Ist auch ein kleiner Müllschrank, muss ich sagen. Aber ich habe es mir ein bisschen eingerichtet. So, hier oben sieht ihr meine Spiele, Filme. Okay, das sind uralte TV-Movie-Filme. Die ganzen anderen Filme habe ich alle im Wohnzimmer stehen. Da bin ich jetzt nicht so der Filme-Freak. Ja, eigentlich bin ich schon Filme-Freak, aber ich habe es halt nicht hier unten. Genau, es sind ein Haufen alte Spiele und sowas. Hier sind noch so ein paar Lösungsbücher von Spielen. Auch uralt schon. Ihr seht ja, Age of Conan, schon 9 Jahre alt. Damals zum Release habe ich mir das auch geholt gehabt. Genau, und weil schon viele mal gefragt haben oder haben mich mal angeschrieben, hey, was machst denn du da? Das dampft irgendwie so komisch im Hintergrund. Da sieht da ein bisschen so mein Dampfequipment. Ich bin Dampfer. Genau, bin vom Rauchen komplett weg und tue jetzt eigentlich nur noch dampfen. Zwar auch nicht so viel, ab und zu mal, wenn ich mal Bock drauf habe oder irgendwo zum Grillen bin. Dann dampfe ich mal ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen mein Equipment. So, okay, dann habt ihr mal das gesehen hier. Ja, da oben sind noch so ein paar PC-Kartons von meinem Rechner und auch vom Rechner von meiner Freundin. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in eine andere Richtung von dem Raum. Ja, hier, naja, hier ist eigentlich nur eine Ablage, würde ich sagen. Da habe ich mir jetzt mal selber hingestellt, meine Game Capture Card, der Karton. Genau, daneben ist das Rode Podcaster, das neue Mikro, mit dem ich aufnehme, und halt die Ladestation für die Controller von der PS4. Genau, hier hat man noch so eine komische Brille, die war beim Monitor damals dabei, die setze ich eigentlich nie auf, die habe ich bloß so dahin gelegt, dass sie nicht wegkommt. Genau. Hier drüben ist eigentlich der PC von meiner Frau, mit dem habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Hier ist eigentlich ihr Büro, hier macht sie Bürosachen und, spielt auch ab und zu mal Age of Conan. Genau, das ist jetzt der Rechner von meiner Frau, den habe ich auch zusammengebaut. Das ist, glaube ich, ein i7-6600K oder irgendwie sowas drin. Ja, das ist halt ein bisschen spielbar, weil der andere Rechner war jetzt doch schon 8 Jahre alt, da musste ich mal die Teile ein bisschen auswechseln. So, ja genau, das ist eigentlich alles nichts Besonderes. Kabel hängen da ein bisschen rum. Da gehen halt Kabel zum Beamerzimmer rüber und so, wo ich Fußball schaue. Genau, dann schwenken wir mal hier rüber. Das ist so die Chillecke, wenn Kumpels da sind. Sind oft Kumpels da, zum Beispiel mein Kameramann. Wenn wir dann wieder mal ein bisschen zocken oder so und jemand sich mal ein bisschen ausruhen will, was trinken will, dann haut er sich mal hier hin für eine Viertelstunde und dann geht es auch wieder weiter. Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber jetzt in den eigentlichen Bereich, den ich euch zeigen wollte, und zwar mein Gaming-Bereich, meine Gaming-Ecke, wo ich für euch YouTube-Videos aufnehme und jetzt auch irgendwann mal mit Twitch mal ein bisschen durchstarten will, wenn ich dann die Einstellung alles perfekt hinbekommen habe. Genau. Erstmal schauen wir uns das von hinten an. Den Tisch habe ich so ein bisschen umgebaut, ihr seht ihr eh noch, das ist alles alt. Das habe ich alles ein bisschen umgebaut, größer gemacht. Genau, hier habe ich die Nintendo Wii U jetzt stehen, wo meine ganzen Kabel durchlaufen, dass hier nicht der ganze Kabelsalat, der extrem unten ist. Ist zwar eh wieder Kabelsalat, ich glaube, das kann man nicht vermeiden, aber ja, es hilft ja nicht. Genau. So, dann würde ich sagen, schwenken wir mal zu meinem Rechner, mit dem ich die ganzen YouTube-Videos schneiden tue, bearbeiten tue und.
ist jetzt aktuell ein Core i7 5820K drin, 6-Core und auf 4,2 GHz, glaube ich, habe ich den übertaktet, ja, schon ein bisschen länger her. Genau, eine GeForce GTX 1070. Genau, und dann noch vier Festplatten oder so, sieht man jetzt nicht alle. Soundkarte und. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen für YouTube und fürs Gaming. Also jetzt noch. In 2 Jahren sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus. Genau, dann machen wir hier mal wieder ein bisschen zu. Und schauen hier auf meinen Gaming-Platz direkt. Wir haben zum einen mal hier die PS4 Pro. Leute, da habe ich ewig rumgetan, bis ich die mal bekommen habe im GameStop. Die Story habe ich ja schon erzählt, das haben bestimmt schon ein paar mitbekommen. Da gab es so eine Aktion, man kann seine PS4, seine alte PS4 eintauschen. Zahlt 99 Euro, gibt 2 Spiele zu, egal was für welche, irgendwelche alten, lumprigen, ekeligen Spiele gibt man dazu und dann zahlt man nur 99 Euro und bekommt die PS4 Pro. Genau das habe ich auch gemacht, bin hin, wollte es haben an dem Tag, wo es rausgekommen ist und dann sagen die, nein, es gibt nichts mehr. Aber sie haben mich dann später nochmal angerufen und haben gesagt, ja, es geht jetzt, wenn man sie jetzt nochmal, wenn man sie noch haben will und wenn ich noch interessiert bin, kann ich nochmal vorbeikommen, zahlen, machen eine Anzahlung von 30 Euro oder was das waren. Und dann bekomme ich die auch hundertprozentig und dann hat es auch gar nicht lange gedauert, ich glaube 2 oder 3 Wochen später, okay, das heißt nicht lang, war schon eine ganz schöne Zeit und dann habe ich die auch bekommen. Kommt jetzt demnächst, kommen auch wieder mehr PS4 Let's Plays, aber zurzeit bin ich eher am Zelda spielen. Seht ihr eh auf meinem Kanal, es kommt eigentlich fast nichts anderes mehr, weil das Spiel auch extrem umfangreich ist. Genau, jetzt genug gesabbelt, hier sollen wir mal weitermachen. So, also hier PC-Headset, das ist dann für Schneiden und so weiter, dass ich den Sound optimal alles halt dann reinstellen kann. 27 Zoll Monitor von Samsung ist schon, ja, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ich finde den immer noch geil, deswegen habe ich den nie weggetan eigentlich. Der ist super, das ist eigentlich mein Hauptspielemonitor. Genau, da oben ist die Webcam. Mit der werdet ihr mich jetzt dann irgendwann mal ein paar Videos sehen. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen vorproduziert, aber bis die rauskommen, muss ich erstmal die anderen Folgen alle online stellen. Genau, hier ist die Nintendo Wii U. Die gehört mir zwar nicht, gehört meiner Freundin, aber es hat sich angeboten, weil ich habe ihr die damals zu Weihnachten geschenkt. Ja, und sie hat dann, dann ist halt Zelda rausgekommen. Einen kleinen Hintergedanken, Hust, habe ich es mir halt dann geholt und jetzt somit kann ich jetzt auch Zelda spielen. Genau, Tastatur. Einmal die Logitech G15. Toni hier mit der Kamerafahrt. Sehr gut. Gefällt mir gut. Dann einmal das Sennheiser. Oh, was ist das für ein Headset? Sennheiser Game One. Das ist mein zweites Headset, das halt als, zum Spielen benutzt wird. Also was halt an der Wii U angeschlossen ist, PS4 und so weiter. Ja, dann hier drüben einmal mein Hauptmonitor. Das ist ein Samsung 28 Zoll, 28 Zoll 4K UHD. Mit dem Monitor bin ich, werde ich halt YouTube-Videos schneiden und ja, alles mögliche mal mit dem Bearbeitung und so weiter. Hab auch schon auf die PS4 mal damit gespielt da drüben, aber das, ich kann jetzt nicht, ich könnte schon zocken mit dem PS4 mich, aber ich kann halt dann nichts aufnehmen. Könnte man schon, aber man sieht es halt dann auch nicht in 4K, weil eben die Game Capture Card, die habe ich ganz vergessen, die liegt da hinten drin. Genau, die kann halt das 4K-Signal nicht weitergeben. Also deswegen zocke ich halt auf dem, der ist immer noch gut. Genau, 2 Softboxen. Das ist für die Ausleuchtung für die Facecam in den Spielen. Genau, und dann wäre hier hinten wär noch der Greenscreen. Ist jetzt auch erst ein paar Tage alt, wo ich das so aufgehangen habe. Wisst ihr, Greenscreen braucht man, dass man den Hintergrund rausschneiden kann. Genau, mein Gamingstuhl, das ist irgendein. Ist kein teurer, ist irgendein No-Name. Ich glaube, dass der 150 Euro gekostet hat. Sieht genauso aus wie ein teurer. Hat auch von den Materialien, ist genauso gut. Ich habe schon einige mal ausprobiert. Also nicht gekauft, sondern mal Probe gesessen und sowas. Und würde ich sagen, dass der genauso gut ist. Und auch in meinen Farben Orange und Schwarz. Genau, da hinten, ja, hier sieht er noch ein bisschen Dampfzeug. Brauche ich ab und zu mal. Genau, Leute. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich bedanke mich vor allem nochmal bei allen Leuten, die mich abonniert haben. Ohne euch, Leute, wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Weil ich glaube, ich habe den YouTube-Kanal schon vor 2014 mal aufgemacht, aber das war eigentlich nicht so zum Hochladen. Einfach nur, ich mache mal auf, dass ich mal mitkommentieren kann. Dann habe ich mit Antonio, meinem Kameramann, der hinter der Kamera steht, wir haben viel Destiny gespielt, haben alle möglichen Spiele gespielt. Dann hat er gesagt, komm, Andi, probier doch mal, dass du
einen Bossfight aufnimmst. Was war das für einer? Wie hieß der letzte? Der Raid? Oryx. Oryx, genau. Oryx, glaube ich. Habe Oryx mal aufgenommen, aber das hat damals auch vom PS4, vom Scheren her. Also nicht so, wie ich es jetzt mache, wirklich mit Mikrofon und sowas. Genau hier würde ich sagen, ist das Podcast, das habe ich ganz vergessen gehabt. Genau. Und dann habe ich mal aufgenommen und habe gedacht, scheiße, mal gucken, wie das ist und so. Und dann habe ich unterm Kampf, weil das Ding ging ja 30 Minuten, keine Ahnung, habe ich dann außerdem nochmal drauf gedrückt und dann habe ich auch den ganzen Kampf schon drauf gehabt. Das war wirklich geil, wo ich es gesehen habe. War zwar kein Kommentar oder sowas drin, aber das war so der Zeitpunkt, wo ich dachte, oh, YouTube ist schon geil und so. So, dann habe ich aber nie so richtig Ahnung davon gehabt. Was braucht man für Equipment? Keine Ahnung, was braucht man alles dafür? Da habe ich mir langsam reingelesen. Die meisten Seiten waren alles auf Englisch. Mein Englisch ist jetzt, ich kann zwar Englisch, aber jetzt nicht überragend, dass ich da perfekt fließend Englisch spreche. Und so nach und nach habe ich mir dann so mein Gaming-Ding eingerichtet. Wie gesagt, 2014 habe ich angefangen. Ich glaube, 2016 oder so ist dann eigentlich richtig losgegangen, dass ich jetzt wirklich mit dem richtigen Standmikrofon hier aufnehmen tue und sowas. Dann hatte ich eine kleine Pause drin, letztes Jahr im August, so 2-3 Monate, keine Ahnung, da habe ich irgendwie keinen Bock gehabt und so, aber jetzt mittlerweile bin ich da voll dabei und macht mir richtig Spaß und es macht mir vor allem Spaß, Leute, durch euch, weil ihr mich da wirklich top unterstützt, die Kommentare von euch sind wirklich immer super und braucht ihr nicht wundern, wenn ich nicht sofort zurückschreibe, ich lese das wirklich immer alles. Aber ich habe halt auch nicht immer so die Zeit, dass ich sofort Antworten tue. Muss halt auch arbeiten und sowas. Genau. Dann würde ich sagen, genau, ich bedanke mich natürlich nochmal bei jedem. Ich hoffe, das geht so weiter. Und so kannst du nochmal zeigen. Ich habe jetzt wirklich die 100 Abos. Ich bin richtig stolz drauf. Viele sagen jetzt wahrscheinlich, oh, 100 Abos ist ja gar nichts. Manche haben 1 Million. Aber vielleicht, wenn es so weitergeht, Leute, kann ich das vielleicht irgendwann mal schaffen. Aber wie gesagt, mein Hauptziel ist einfach, dass man Spaß hat am Game. Und ich finde, wenn nichts gespielt ist, macht es auch viel mehr Spaß und kommt auch viel besser rüber. So Leute, dann würde ich sagen, verabschiede mich ich schon mal hier von dem kleinen Video. Antonio wird jetzt hier noch mal ein bisschen rumgehen, ganz langsam. Ich werde da noch ein bisschen Musik einlaufen lassen, dann könnt ihr euch das alles noch ein bisschen anschauen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr eure Meinung dazu sagt, alle wie ihr Lust und Laune habt. Bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao, euer Duke Gaming. Macht's gut.